Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Solov hat ja vor kurzem erst wieder neue Geräte rausgebracht. Da gab es zum Beispiel den Mini R4M, der jetzt auch Meta unterstützt, den Basic R4, der sich jetzt dank Smart Switch Mode auch über einen Wechselschalter bedienen lässt, sowie den S-Mate 2, einen batteriebetriebenen 3-Kanal-Sensor, um das Signal von normalen Lichtschaltern abzugreifen und über kompatible Geräte wie zum Beispiel den Basic R4 zu empfangen, um die gewünschte Aktion ausführen zu können. Am 16. Oktober wurde jetzt auch noch ein neues Zigbee-Gerät, und zwar der Zigbee-Präsenzmelder von Sonoff veröffentlicht. Also kein einfacher Bewegungsmelder, sondern ein auf Millimeterwellen arbeitender Sensor, der in der Lage ist, auch stillsitzende oder liegende Personen zu erkennen. Ich würde sagen, diese Geräte schauen wir uns jetzt alle einmal genauer an, vor allem natürlich, inwieweit die Geräte in Home Assistant für uns nutzbar sind und was es dabei zu beachten gibt. Eigentlich sagt man ja, das Beste kommt zum Schluss, aber in diesem Fall fange ich mal damit an, und zwar mit dem Mini R4M, denn der hat mich wirklich positiv überrascht. Dass ich bezüglich Meta schon fast den Glauben verloren hatte, ist ja kein Geheimnis, aber so langsam scheint ja wirklich doch das ein oder andere zu funktionieren. Ich werde also immer wieder davon überzeugt. Ich lasse mich auch immer wieder drauf ein und teste gerne Neues. Und naja, jedenfalls zu diesen auch jetzt wirklich gut funktionierenden Geräten zählt eben auch der R4M. Einfach an den Strom anschließen und sofort meldet das Smartphone ein neues Gerät. Hier wird auch direkt das Bild vom Mini gezeigt, sodass man weiß, um was für ein Gerät es sich handelt. Dann wählt man einfach QR-Code scannen. Der QR-Code befindet sich einmal auf dem Gerät selbst und zusätzlich auch nochmal in der beiliegenden Bedienungsanleitung als ein kleiner Aufkleber. Mir schlägt er dann standardmäßig Google Home zur Integration vor, aber über andere App auswählen lässt sich der Mini auch zum Beispiel eben an Home Assistant anbinden. Das Verbinden dauert zwar einen Moment, aber es funktioniert wirklich tadellos und auf Anhieb, ohne dass ich noch irgendetwas dafür im Home Assistant tun muss. Mehr als An- und Ausschalten gibt's zwar leider nicht, aber als einfach zu verwendendes smartes Relais gefällt mir der R4M trotzdem wirklich gut. Wenn ich das richtig im Kopf habe, konnten die anderen Minis aber ja auch keine Strommessung, von daher ist das jetzt auch keine große Überraschung. Auch beim R4 lässt sich das Relais vom Schalter entkoppeln, was zum Beispiel dann Sinn macht, wenn ihr ein smartes Leuchtmittel verwendet und das halt eben weiter Strom bekommen soll. Das funktioniert aber leider nur über die EW-Link-App, also nur mit Leuchtmitteln, die sich auch in der App einbinden lassen. Denn im Home Assistant bekommen wir leider nur das Relais durchgereicht und kriegen somit das Drücken des Schalters leider gar nicht mit. Man muss sich hier aber nicht entscheiden, sondern die EW-Link-App inklusive der Automatisierungen funktioniert reibungslos parallel zur Meta-Anbindung in Home Assistant. Wer die Funktion aber rein über Home Assistant nutzen möchte, sollte dann doch eher zum Vorgänger, also dem normalen Sonoff Mini R4 greifen. Der ist noch etwas günstiger und lässt sich bequem mit ESP Home flashen und darüber lokal in Home Assistant ohne irgendwelche Abhängigkeiten einbinden. Da habe ich auch schon ein Video zu gemacht, das verlinke ich euch einmal oben in der Infobox. Sowohl der Mini R4 als auch die Meta-Variante R4M können beide mit bis zu 10 Ampere umgehen, und für die meisten Fälle sollte das, denke ich, ausreichen, wenn ihr es nicht gerade hinter eine Waschmaschine oder so packen wollt. Ebenfalls mit 10 Ampere belastbar ist auch der Sonoff Basic R4. Eigentlich so, ich sag mal, das Urgestein der Smart Switches von Sonoff. Damals war noch ein ESP8285 verbaut, jetzt inzwischen arbeitet darin ein ESP32 und somit theoretisch auch mit Bluetooth. Dann, wie eben schon erwähnt, bringt der Basic R4 auch noch den neuen Magic Switch Mode mit. Das heißt, da ist ein Wechselschalter notwendig, bei dem müsst ihr dann beide Ausgänge des Wechselschalters verbinden, und dadurch ist der Basic R4 dann in der Lage, das Schaltsignal vom Schalter mitzukriegen und dementsprechend das Relais intern zu schalten. Bisher war es ja nur möglich, den Smart zu bedienen, also er hatte keinen Sensoreingang irgendwie für einen Switch oder so, wie man das von den Minis kennt. Ist jetzt hier aber jedenfalls über diesen Magic Switch Mode auch möglich. Finde ich wirklich sehr spannend. Dann, wie eben schon gesagt, für den S-Mate zum Beispiel kann dieser Basic R4 dann als Remote Gateway genutzt werden, um den Funkschalter wie eben diesen S-Mate 2 und weitere
in die EW-Link-App zu integrieren. Und so seid ihr dann in der Lage, hier beliebig Automatisierungen draufzulegen. Das schauen wir uns aber gleich auch noch an. Damit sind wir dann auch schon beim SMET 2, einem batteriebetriebenen Modul, um die Lichtschalter smart zu machen. Und eigentlich wirklich jeden Lichtschalter. Ihr braucht nämlich keinen Neutralleiter. Das ist schon mal wirklich sehr schön. Dafür habt ihr eine Batterie, die soll aber mehrere Jahre halten. Da kann ich jetzt natürlich noch wenig Erfahrungswerte zu nennen, wie lange das Ding jetzt wirklich hält. Klingt aber zumindest erstmal ganz gut. Das Gerät wird wie ein Mini auch hinter den Lichtschalter einfach eingebaut in die Unterputzdose. Allerdings eben nicht an die Stromleitung, sondern wirklich nur an den Lichtschalter. Und die Stromleitung wird hinterm Lichtschalter einfach durchverbunden. Mit 40x37mm sollte er in so ziemlich alle gängige Dosen passen, außer ihr habt die ganz flachen, dann könnte es ein bisschen eng werden. Ja, und wie gesagt, die Phase wird durchverbunden und das wiederum heißt natürlich, ihr braucht dann ein smartes Relais an eurer Lampe. Das hat aber zumindest den Vorteil, wenn ihr keinen Neutralleiter hinterm Schalter habt, an der Lampe habt ihr den eben mit Sicherheit, seid dadurch an der Stelle etwas flexibler und könnt dann so mit dem Smart Relais auf das Signal vom S-Mate reagieren und darüber dann eure Lampen schalten. Einziger Haken, wie schon erwähnt, dafür ist auf jeden Fall so ein Remote Gateway wie zum Beispiel der Basic R4 notwendig. Den kann man dann aber ja auch direkt nutzen, um die Lampe zu schalten und naja. Dann hat der SMET 2 aber leider noch einen kleinen Haken und zwar lassen sich die Automatisierungen dann ausschließlich über die EW-Link-App einrichten. In der EW-Link-App fügt ihr den S-Mate als Subgerät im Basic R4 hinzu. Dadurch wird in der EW-Link-App dann auch erst der Tastendruck verfügbar. Hier stehen zur Verfügung ein normaler Druck, ein Doppelklick oder ein langes Drücken und das je Kanal natürlich. Wenn man jetzt hier so eine Automatisierung in der EW-Link-App anlegen möchte, dann kann man zum Beispiel sagen, wenn der Kanal 1 vom S-Mate geschaltet wird, dann schalte den Basic R4. Und alternativ zum Beispiel, wenn der Kanal 2 geschaltet wird, dann schalte den Mini R4M. Das funktioniert an sich tadellos, ist aber dann eben von der EW-Link-App und somit von der Cloud abhängig, was ich persönlich eben, naja, nicht sonderlich mag. Bevor wir jetzt aber zu den neuen Präsenzmeldern kommen, noch eine Anmerkung zu den WLAN-Geräten. Ich habe jetzt immer gesagt, nur über die EW-Link-App nutzbar. Das stimmt so nicht ganz. Richtig wäre es eher, nicht ohne die EW-Link-App und einen eigenen Account, in dem die Geräte registriert sind, nutzbar. In Home Assistant lassen sie sich aber dennoch einbinden. Das EW-Link-Add-on hatte ich euch ja im Video zum NS-Panel Pro bereits vorgestellt. Das finde ich bis heute aber ehrlich gesagt wirklich nicht toll. Dabei ging es aber ja auch eher darum, die Geräte von Home Assistant aufs NS-Panel zu kriegen und eben nicht andersrum. Es gibt aber noch eine Sonoff-Erweiterung im Hex und diese holt alle Geräte aus der EW-Link-App ins Home Assistant. Zumindest die, die gängig sind, wenn ich das so richtig gesehen habe, sind auch kompatibel. Um also zum Beispiel den Basic R4 und den S-Mate 2 ins Home Assistant zu bekommen, lädt man einfach über Hex die Sonoff LAN-Integration herunter, wechselt dann in Einstellungen, Geräte und Dienste und jetzt fügen wir hier die Integration einfach hinzu. Dazu muss man sich dann einmal mit seinem Sonoff-Account anmelden und hat anschließend sofort alle kompatiblen Geräte im Home Assistant zur Verfügung. Darunter fallen übrigens auch Zigbee-Geräte, die zum Beispiel an das NS-Panel Pro gekoppelt sind. Wie in meinem Fall zum Beispiel die smarte LED von meinem Demo-Board. Jetzt kann man seine Automatisierungen also auch wie gewohnt im Home Assistant hinterlegen, anstatt in der EW-Link-App. Kommen wir jetzt aber endlich mal zur Anwesenheitserkennung. Und da hat Sonoff, wie gesagt, jetzt gerade diesen kleinen Sensor mit der Bezeichnung SNZB-06P rausgebracht. Das Gehäuse ist schlicht und mit einem USB-C-Anschluss auf der einen und einem Taster auf der anderen Seite. Der Boden ist magnetisch, um den Sensor so auf der mitgelieferten Bodenplatte zu platzieren. So ist der Sensor auf der Platte frei dreh- und schwenkbar. Natürlich lässt sich der Sensor dadurch auch auf magnetischen Untergründen einfach aufsetzen, ohne weitere Montagehilfen. Alternativ kann die Bodenplatte zur Montage aber auch geklebt oder verschraubt werden. Ein Klebepad sowie Schrauben und Dübel liegen neben dem USB-C-Kabel auch in der Verpackung direkt dabei. Um den Sensor jetzt nutzen zu können, versorgt man ihn über den USB-C-Anschluss mit Strom, startet im Home Assistant einmal den Gerätesuchlauf für Zigbee-Geräte und drückt dann den Taster am Gerät für ca. 7 Sekunden, bis die LED anfängt zu blinken. Kurz darauf wird der Sensor auch direkt erkannt und liefert uns einen Bewegungssensor und einen Anwesenheitssensor.
Der Anwesenheitssensor arbeitet in meinem Test wirklich gut, allerdings ist die Reichweite nicht sonderlich groß. Ich schätze sie mal so auf circa 4 Meter. Wenn man den Raum betritt, wird der Sensor auch sofort beim Öffnen der Tür aktiv. Das Abschalten dauert allerdings circa eine Minute, sobald man den Raum verlassen hat. Gegenüber einem normalen Bewegungsmelder kann man beim SNZB06P aber wirklich still sitzen, ohne sich zu bewegen und wird weiterhin als anwesend erkannt, was, naja, eben nun mal genau die Stärke dieser Sensoren ist. Der Bewegungsmelder im Home Assistant hat sich bei mir allerdings nicht einmal gerührt. Also ich weiß nicht, ob der vielleicht noch mit dem Software-Update kommt oder so. Aktuell in meinen Augen tut der erstmal gar nichts. Bindet man den Sensor über ein NS-Panel Pro oder anderen EW-Link-kompatiblen Zigbee-Hub in die EW-Link-App ein, kann man hier jetzt auch die Sensitivität einstellen. Der Sensor taucht dann zwar auch über die Sonoff-Integration in Home Assistant auf, allerdings nicht mehr als Anwesenheits- oder Bewegungssensor. Hier lassen sich die Werte dann nur über die Attribute des Sensors auslesen. Allerdings machte das auf mich auch einen eher unzuverlässigen Eindruck, was da rauskommt, als die direkte Anbindung an Home Assistant. Insofern würde ich die auf jeden Fall bevorzugen. Einen genauen Preis weiß ich leider noch nicht. Ich denke aber, dass der SNZB06P etwas teurer als die aktuellen Bewegungsmelder sein dürfte. Dafür, dass der Sensor aber auch genauer arbeitet, würde ich das einem normalen Bewegungsmelder fast immer vorziehen. Sollte ich bis zum Schnitt noch einen aktuellen Preis haben, blende ich ihn euch hier an dieser Stelle jetzt ein. Was sagt ihr dazu? Habt ihr schon Präsenzmelder im Einsatz? Schreibt mir eure Erfahrungen und Meinungen doch gerne einmal unten in die Kommentare. Ich muss sagen, mir gefällt der kleine Präsenzsensor von Sonoff wirklich, wirklich gut. Erstmal macht er einen wirklich zuverlässigen Eindruck, was die Anwesenheitserkennung angeht, zumindest wenn er direkt an Home Assistant angebunden ist. Und dann natürlich, weil er eben über Zigbee arbeitet. Der einzige Haken ist halt, dass man irgendwo Strom für den USB-C-Anschluss herbekommen muss, aber das lässt sich bei Radarsensoren wohl auch nicht vermeiden, da sie für den Batteriebetrieb wohl viel zu viel Strom brauchen. Ansonsten gibt es, glaube ich, aber auch nicht mehr viel zu sagen. Ich hoffe jedenfalls, dass ich euch mit dem Video einen guten Eindruck der neuen Geräte von Sonoff liefern konnte. Wenn ja, würde mich ein Daumen hoch wie immer riesig freuen und unterstützen. Sollte ich noch etwas vergessen oder ihr noch irgendwelche Fragen haben, stellt sie mir natürlich wie immer gerne unten in den Kommentaren. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Verabschiede mich hiermit und sag einfach bis zum nächsten Video. Ciao!